Der Kapitalismus hat uns sein hässliches Gesicht, seine böse Seite gezeigt und die Welt in die größte Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten gestürzt. Hans-Jörg Herr, Christian Kellermann und Sie, Herr Professor Dulin, möchten nun den guten Kapitalismus wieder ans Licht bringen. Was ist schiefgelaufen, beziehungsweise was läuft immer noch schief auf den Finanzmärkten, in der Weltwirtschaft? Und wie tief reichen die Gründe für das jüngste Desaster? Oder anders gesagt, was hat den Kapitalismus so böse gemacht? Nun, grundsätzlich kann man sagen, dass das zentrale Problem ist, dass die Finanzmärkte in den vergangenen 30 Jahren enorm an Einfluss in der Weltwirtschaft gewonnen haben. Ursprünglich hatten die Finanzwerke das Ziel, Unternehmen mit Mitteln für Investitionen zu versorgen. In den vergangenen Jahrzehnten ist das Zocken an den Finanzmärkten zum Selbstzweck geworden und die Finanzmärkte sind ihrer Aufgabe, die Realwirtschaft mit Kredit zu versorgen, nicht vernünftig nachgekommen. Das wiederum alles geht zurück auf politische Entscheidungen. Ebenfalls in den vergangenen 30 bis 40 Jahren hat die Politik Regeln abgebaut an den Finanzmärkten, Kapitalströme liberalisiert und damit den Finanzmärkten erlaubt, zunehmend zu zocken und leichter mit komplizierten Instrumenten zu handeln. Ein anderer Aspekt ist, dass die Politik immer weitere Aufgaben an die Finanzmärkte delegiert hat. Zum Beispiel ist es heute durchaus üblich, dass die Finanzmärkte eine große Rolle bei der Alterssicherung spielen. Die Förderung der Riester-Rente ist nur ein Beispiel, wie die Politik das gefördert hat. Aber auch die Politik kann man nicht isoliert betrachten, sondern sie muss als Teil einer ideologischen Bewegung in den Wirtschaftswissenschaften verstanden werden, die ausging von der sehr konservativen University of Chicago, wo die Ökonomen eine Theorie effizienter Finanzmärkte entwickelt haben, die aussagte, dass Finanzmärkte quasi immer automatisch alle verfügbaren Informationen in ihre Preise einbauen, damit die Aktienkurse immer einen richtigen Preis repräsentieren und damit als eine hervorragende Entscheidungsgrundlage für tatsächliche Investitionsentscheidungen gelten. Wir wissen heute, dass das natürlich Unsinn ist. An Finanzmärkten gibt es immer wieder Übertreibungen, es gibt Herdenverhalten von Anlegern, es gibt Paniken, es gibt Blasen, die wir jetzt in den USA mit der Hauspreisblase gesehen haben. Und all das zeigt, dass diese Märkte eigentlich nicht in der Lage sind, als Steuerungsinstrument für den Rest der Wirtschaft herzuhalten. Was sollen wir jetzt tun? Zunächst einmal kurzfristig gesehen. Und wie bewerten Sie die aktuellen politischen Maßnahmen zur Bekämpfung der Wirtschaftskrise in Deutschland und anderswo in der Welt? Ja, es gibt aktuell zwei Herausforderungen. Die erste Herausforderung ist, dass wir die Zeichen, die wir jetzt sehen für einen Aufschwung, dass man die stabilisiert und es hinbekommt, dass die Weltwirtschaft wieder auf einen stabilen Wachstumspfad einschwenkt. Das ist klassische Konjunkturpolitik. Das andere Problem ist allerdings, dass wir die Staatsschulden natürlich irgendwie kontrollieren müssen. In der Krisenbekämpfung sind diese Staatsschulden enorm in die Höhe geschossen. Die Defizite, die heute viele Länder haben, sind einfach zu groß. Das Problem ist, diese beiden Ziele gleichzeitig zu erreichen, weil die Konjunkturstabilisierung auf der einen Seite erfordert, dass der Staat weiterhin mehr Geld ausgibt und die Steuern nicht erhöht, oder zumindest nicht kurzfristig erhöht, also weiter Defizite einfährt und gleichzeitig die Anforderung, die Staatsschulden zu begrenzen, bedeutet, dass man irgendwie gleichzeitig doch die Fehlbeträge zurückfahren muss. Wenn ich mir ansehe, was politisch passiert ist, dann kann man eigentlich den Regierungen ein ganz gutes Zeugnis ausstellen. Die deutsche Regierung hat zwar sehr langsam gehandelt, also viel langsamer als andere Regierungen, als andere europäische Partner schon Konjunkturpakete gefordert haben im Herbst vergangenen Jahres, hat sich unser Finanzminister Peer Steinbrück, also der damalige Finanzminister Peer Steinbrück, gegen so etwas noch sehr offensiv verwehrt. In der Haushaltsdebatte im September 2008, also kurz vor der Pleite von Lehman Brothers, hat er noch darauf beharrt, dass es eigentlich keine Rezessionsgefahren für Deutschland gibt. Und daraus folgt, dass die deutsche Regierung ihr Konjunkturpaket erst im Januar 2009 beschlossen hat, was dann auch dazu geführt hat, dass es erst relativ langsam angelaufen ist und wir doch noch diesen sehr starken Einbruch hatten. Aber insgesamt kann man sagen, dass es die Reaktion der Politik wesentlich schlechter hätte ausfallen können. Und ich denke, dass auch die Reaktion der Politik, die wir gesehen haben, also der doch sehr starke Eingriff des Staates in den Wirtschaftskreislauf, was eigentlich eine Wende ist zu dem, was wir in den letzten Jahrzehnten gesehen haben, dass das dazu beigetragen hat, dass wir diese Krise relativ schnell abgefangen und haben und dass wir jetzt auch die Chance haben, sie zu überwinden. Was muss sich denn langfristig und nachhaltig an unserem Wirtschaften ändern? Wie sähe der gute Kapitalismus aus? Wir haben in den vergangenen Jahren einen Trend gesehen, dass der Kapitalismus dadurch gelebt hat,
dass einzelne Länder oder einzelne Sektoren sich in eine sehr hohe Verschuldung begeben haben und das dazu beigetragen hat, dass global die Nachfrage vernünftig gewachsen ist und auch die Wirtschaft wachsen konnte. In den 80er und 90er Jahren waren es zum Teil die Schwellen- und Entwicklungsländer, die in Schuldenkrisen geraten sind. Jetzt, was wir in dieser Krise sehen, ist, dass die US-Haushalte, die Privathaushalte mit ihren großen Hypotheken und den großen anderen Schulden, dass die in eine Schuldenkrise geraten sind und auch die amerikanischen Banken. Wenn wir einen stabilen Kapitalismus haben möchten, also einen Kapitalismus ohne Krisen und Verwerfungen, ohne immer wieder ein Emporschießen von Arbeitslosigkeit und die großen Kosten, die damit verbunden sind, brauchen wir ein stabiles Nachfragewachstum, das gerade nicht auf immer neuer Verschuldung von einzelnen Ländern oder einzelnen Teilen der Wirtschaft basiert. Das wiederum kann allerdings nur klappen, wenn die Menschen genug Einkommen haben, um eine Konsumnachfrage zu entwickeln. Und ein solches Einkommenswachstum kann eben nur dadurch gesichert werden, wenn man darauf achtet, dass eben Löhne und Gehälter vernünftig zunehmen. Und zwar in allen Ländern und nach Möglichkeit in allen Gruppen der Löhne, Lohn- und Gehaltsempfänger. Es kann nicht sein, dass nur die Reichen Lohn- und Gehaltszuwächse haben und die Armen nicht, weil dann haben wir das Problem, dass die Reichen relativ wenig Geld von ihrem Einkommen ausgeben und wir nur diesen Nachfragetrend aufrechterhalten können, wenn sich die Armen verschulden. Und das wiederum führt dann, wie jetzt in der Subprime-Krise, dann irgendwann zur Schuldenkrise. Was bedeutet das denn konkret? Nun ja, es gibt da eine Reihe von Elementen, die man angehen muss. Also ganz wichtig ist, man muss die Umverteilung von unten nach oben stoppen. Das muss man einerseits tun, indem man in die Lohnsetzungsmechanismen eingreift. Da könnte man sich zum Beispiel vorstellen, dass man die Gewerkschaft- und Arbeitgeberverbände wieder stärkt, um den Flächentarif zu stärken. Eine Möglichkeit wäre, den Unternehmen vorzuschreiben, Mitglied in einem Arbeitgeberverband zu werden. Zudem müsste man Mindestlöhne einführen, die eben verhindern, dass die Löhne der unteren Gehaltsempfänger abdriften. Und dann muss man natürlich eingreifen mit der Steuer- und Finanzpolitik. Da wäre es wichtig, im Vergleich zu früher eben wieder eine stärkere Umverteilungskomponente reinzubringen. Also wahrscheinlich könnte man einen höheren Spitzensteuersatz sich überlegen. Man könnte eine etwas höhere Erbschaftssteuer haben. Und das eben benutzen, um dieses Auseinanderdriften der Gesellschaft, was zu ungleichen Nachfragetrends führt, zu begrenzen. Wichtig wäre auch, dass die Notenbanken wieder in bestimmten Fällen eingreifen, wenn sie ungesunde Verschuldungstrends sehen. Und zwar, dass sie neue Instrumente an die Hand bekommen, womit sie zum Beispiel gezielt die Kreditvergabe im Immobiliensektor begrenzen können. Wenn man all das macht, könnte man tatsächlich zu einem guten Kapitalismus kommen. Würde das einen Kapitalismus ohne Banken und ohne Kredit bedeuten? Nein, ganz bestimmt nicht. Man darf bei all der Kritik und an dem Kapitalismus nicht übersehen, dass der Finanzsektor, die Banken, aber auch das Kreditwachstum eine ganz wichtige Funktion in der Wirtschaft haben. Und zwar nicht dafür, dass sich irgendwelche Leute, die es nicht leisten können, Häuser kaufen können, sondern es geht darum, dass der Finanzsektor eben dem Unternehmenssektor Kredit zur Verfügung stellen muss. Das ist ganz wichtig, weil es zum Teil innovative Unternehmen gibt, die ein neues Produkt haben, das an den Markt bringen möchten, aber noch nicht das Kapital haben, um die notwendigen Maschinen zu kaufen, die notwendigen Investitionen zu machen. Der Finanzsektor kann diesen Unternehmen einen Kredit geben, was dann dazu führt, dass die Innovation durchgesetzt wird, dass der technische Fortschritt sich weiterentwickelt und dass der Wohlstand der Menschen steigt. Und das ist eine ganz zentrale Funktion des Finanzsektors und die dürfen wir auf gar keinen Fall beschneiden. Wichtig ist nur, dass das Zocken eingegrenzt wird, dass aber die wichtige Funktion des Finanzsektors erhalten bleibt. Zum Abschluss vielleicht noch ein Blick in die Zukunft. Wo steht die deutsche Wirtschaft, wo steht die Weltwirtschaft in 10 oder sagen wir in 20 Jahren? Nun ja, das hängt ganz stark davon ab, was für Weichen wir heute stellen. Wenn wir es versäumen, die Weichen zu stellen für einen guten Kapitalismus und so weitermachen wie bisher, dann denke ich, werden wir über die nächsten 10, 20 Jahre schwaches Wirtschaftswachstum in Deutschland sehen, vielleicht 1%, vielleicht ein bisschen mehr pro Jahr. Dieses Wirtschaftswachstum würde aber nicht der breiten Masse zugutekommen. Wir würden weiterhin große Ungleichgewichte sehen und auf globaler Ebene würden wir mit ziemlich großer Sicherheit in den nächsten 20 Jahren weitere Krisen sehen. Ich weiß nicht, ob diese Krisen genauso schwer wären wie die jetzige, aber es wären durchaus ziemlich gravierende Krisen mit hohen sozialen und wirtschaftlichen Kosten. Wenn wir dagegen jetzt anfangen umzusteuern, ist es durchaus realistisch, dass man sagt, die Pro-Kopf-Einkommen in Deutschland sind in 20 Jahren 50% höher als heute und anders als in den vergangenen Jahren
profitiert die breite Masse davon. 50% mehr Einkommen als heute, das ist schon eine ganze Menge. Davon kann man eine Menge von medizinischem Fortschritt bezahlen, damit kann man viele Probleme der Rentenversicherung lösen. Und auf globaler Ebene würde das natürlich ermöglichen, dass auch viele der Menschen in den schwächeren Entwicklungsländern endlich an der Entwicklung teilhaben. Denn auch wenn jetzt Länder wie China möglicherweise ganz gut durch die Krise gekommen sind, wir dürfen nicht vergessen, dass es ganz viele andere Länder gibt, in Afrika, aber auch in Asien, wo sehr arme Menschen, die sowieso wenig haben, von dieser Krise hart getroffen worden sind. Ein guter Kapitalismus wäre auch für sie ein Versprechen für die Zukunft, für eine bessere Welt.